Sagen Sie mal, sind doch eigentlich ganz in Ordnung hier, was? Kartoffeln, keine Kürbisse. Also, ziemlich dicke Dinger. Ein kurzes Telegramm aus meinem Garten, warum manchmal mehr Schein als Sein dahinter ist. Bleiben Sie mal dran. Hallo und herzlich willkommen wieder neu im Garten.de/Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Seit mehreren Jahren baue ich diese Sorte hier an hier. Sarpomira, S-A-R-P-O-M-I-R-A, falls Sie wieder Fragen haben, findet man bei Google. Und warum baue ich die an? Also wenn es irgendeine Sorte gibt, die ohne Hilfe, ohne chemische Hilfe am längsten durchhält, dann ist das Sarpomira. Also da sind die anderen Kartoffelsorten längst weg, habe ich über Jahre versucht. Die sind längst in der Versenkung verschwunden, da sind die noch grün. Und wenn es halbwegs läuft, da sind da wirklich dicke Dinger dabei. Also das sind jetzt nicht die dicksten habe ich schon verbraucht. Aber mehr Schein als Sein. Wir machen die nämlich jetzt mal auf. Schauen wir doch mal nach, wie so eine Kartoffel von innen aussieht. Komm schon. Was stellt man da fest? Die sehen nicht besonders hübsch aus. Habe ich mal gerade wieder eine erwischt, die in Ordnung ist. Aber ansonsten haben wir eine schöne dicke. Nehmen wir mal die nochmal hier. Auch diese innen drin teilweise hohl und teilweise schon weich. Also das ist eine Kartoffel, die ist mit Sicherheit nicht lagerfähig. Dieses Phänomen ist mir noch bei keiner anderen Kartoffelsorte aufgefallen. Also diese Sarpomira wäre echt toll, wenn da nicht in den großen Kartoffeln dauernd hohle Stellen drin wären, die sich dann von innen immer weiter ausweiten und irgendwann ist die ganze Kartoffel nur noch ein einziger Haufen Matsch. Bei den kleinen ist das nicht so. Nehmen wir mal eine moderat große Kartoffel, also so wie man sie eigentlich auch brauchen könnte in der Küche. Die haben das Problem nicht. Die sind völlig in Ordnung. Nur die ganz großen bei der Sorte Sarpomira. 9 von 10 dieser übergroßen Kartoffeln haben dieses Problem. Und jetzt meine Frage an die Kartoffelexperten da draußen. Woran liegt das? Ist das sortenbedingt? Hat das was mit der Düngung zu tun? Also an der Düngung habe ich ja gehört, wenn man was überdüngt, dass die dann so hohl werden. Hat mir jemand erzählt, kann ich mir aber kaum vorstellen, weil ich dünge immer am untersten Level dessen, was überhaupt noch geht. Dann habe ich mal gehört, das passiert zum Beispiel bei Rüben, dass die innen hohl sind. Das müsste irgendein Nährstoffmangel sein, Bohrmangel oder sowas. Also meine Frage an die Internetgemeinde da draußen, vor allen Dingen an die Kartoffelexperten. Sag mir jemand, was da das Problem ist. Würde mich freuen, wenn Sie da unten in den Kommentarbereich mal Ihre Meinung rein posten, damit ich weiß, woran ich bin. Ich meine, ist auch so genug. Ich meine, ist nur schade, das sind die dicken Kartoffeln, da würden 2 ausreichen für 4 Personen. Die kann ich alle wegschmeißen. Ich kann nur die kleinen nehmen. Ist auch so genug Kartoffeln da. Jetzt machen Sie sich keine Gedanken. Ich muss nicht am Hungertuch nagen. Einfach mal rein unten in die Kommentare, was Sie darüber denken. So, Kartoffeltelegramm, Sarpomira. Abonnieren, Like-Button drücken. Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links. Da kann ich noch viel mehr Kartoffelsorten ausprobieren, die vielleicht dieses Problem nicht haben. Ansonsten bis demnächst. Tschüss.